بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Himmel und der Erde und allem, was dazwischen ist. Und ich bezeuge, dass niemand das Recht hat, angebetet zu werden, außer Allah, und dass Muhammad sein Gesandter und sein Diener ist, sallallahu alaihi wasallam. Wir fahren fort mit dem Buch Manhaj al-Salikin und Tawdih al-Fiqh fi al-Din von Sheikh Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di, rahimahullah. Wir befinden uns immer noch bei den Bedingungen des Gebets. Über welche Bedingungen haben wir letztes Mal gesprochen? Satr al-Awra, das Bedecken der Awra. Und der Autor teilte die Awra in wie viele Kategorien? Drei. Welche? Mughallad? Naam? Mutawassit? Naam. Was ist die Awra al-Mughallada? Was ist diese Awra? Von wem? Von der Frau. Was ist die Awra? Was muss sie bedecken? Alles? Außer ihr Gesicht. Gemäß der Meinung von Sheikh Abdurrahman ibn Nasr al-Sa'di. Und gemäß der Meinung von Ibn Taymiyyah, Sheikh ibn Uthaymeen, muss sie was auch nicht bedecken? Füße und Hände. Taib al-Mukhaffafa ist was? Walad. Naam. Ibn. Eine der Jungs zwischen 7 und 10. Taib, was müssen sie bedecken mindestens? Das Gesäß. Genau. Das ist die Aura al-Mukhaffafa, yani die leichte Aura. Und die mittlere ist? Jungs ab 10. 10 und aufwärts. Okay, und wie ist die Aura von denen? Vom Bauchnabel bis zum Knie. Bauchnabel bis Knie. Genau, Bauchnabel bis Knie. Einige haben gesagt, dass der Oberschenkel nicht Aura ist. Was ist die korrekte Meinung diesbezüglich? Oberschenkel ist Aura. Warum? Was hat er ihm gesagt? Genau, فَإِنَّ الْفَخِدَ عَوْرَ. Denn gewiss ist der Oberschenkel Aura. Und hat ihm befohlen, den Oberschenkel zu bedecken. Taib. Der Autor sagte hier bezüglich dieser Aura: Minasurrati ila rukba. Von dem Bauchnabel bis zum Knie. Das Offensichtliche von der Aussage vom Scheich ist, dass die Aura zwischen Bauchnabel und Knie ist. Und der Bauchnabel und die Knie nicht zu der Aura gehören. Und die Gelehrten haben diesbezüglich verschiedene Meinungen. Doch dies, was der Scheich gesagt hat, ist das, worauf auch die Beweise hindeuten. Und zwar wurde in einem Hadith überliefert, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: وَإِذَا زَوَّجَ أَحَدُكُمْ عَبْدَهُ أَمَتَهُ أَوْ أَجِيرَهُ فَلَا يَنْظُرْ إِلَى مَا دُونِ السُّرَّةِ وَفَوْقَ الرُّكْبَةِ فَإِنَّمَا تَحْتَ السُّرَّةِ إِلَى الرُّكْبَةِ مِنَ الْعَوْرَةِ. Dieser Hadith hat Sheikh al-Albani als Hassan eingestuft. Hier sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Wenn jemand seinen Sklaven, seine Sklavin verheiratet oder seinem Angestellten, so soll er nicht unter das schauen, was nicht auf das schauen, was unter dem Bauchnabel ist und nicht über dem Knie. Denn gewiss ist das, was unter dem Bauchnabel ist, bis zum Knie von der Aura. Und dieser Hadith deutet darauf hin, dass der Bauchnabel und das Knie nicht von der Aura ist. Weil es heißt, unter dem Bauchnabel und über dem Knie. Doch, dass man auf Nummer sicher geht,
und mehr bedeckt als nur nötig ist, das ist verlangt und besser. Der Scheich sagte bezüglich dieser Aura hier, vom Bauchnabel bis zur Knie. Und dies deutet darauf hin, dass der Scheich die Meinung hat, dass das Bedecken der Schultern nicht Pflicht ist im Gebet. Und auch hier bezüglich gibt es verschiedene Meinungen. Doch die Mehrheit der Gelehrten sagen, dass es nicht Pflicht ist, die Schultern im Gebet zu bedecken, sondern erwünscht. Andere sagten, es ist Pflicht, im Pflichtgebet eine Schulter zu bedecken. Im Pflichtgebet, sagten sie, muss man eine Schulter bedecken. Im Gegensatz aber zum freiwilligen Gebet. Das heißt, sie sagen, und das ist der Madhab von den Hanabila, sie sagen, wenn eine Schulter bedeckt ist, ist das Gebet korrekt. Wenn beide Schultern nicht bedeckt ist, ist das Gebet nicht korrekt. Warum? Was ist ihr Beweis dafür? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, La yusalli ahadukum fi thawbi al-wahidi laysa ala atiqihi minhu shay. Sie sagen, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, keiner von euch darf in einem Kleidungsstück beten und in einem Stück Stoff beten, ohne dass von dem, yani von diesem Stück, etwas auf seiner Schulter ist. In dieser Überlieferung eine Schulter, yani auf seiner Schulter. So sagten sie, يجب على المصلي في صلاة الفرض أن يستر أحد عاتقيه. So sagten sie, es ist Pflicht für den Betenden, im Pflichtgebet eine der beiden Schultern zu bedecken. Warum haben sie gesagt, dass dies spezifisch für das Pflichtgebet ist und nicht auch für das freiwillige Gebet? Dies, weil sie sagten, das freiwillige Gebet ist aufgebaut auf der Erleichterung. Weil im freiwilligen Gebet darf man Dinge tun, die man im Pflichtgebet nicht darf. Was noch folgt. Das Problem ist aber, dass dieser Hadith auch mit einem anderen Wortlaut überliefert wurde. Und zwar, La yusalli ahadukum fi thawbi al-wahidi laysa ala atiqayhi shay, yani minhu shay. Keiner von euch soll beten in einem Kleidungsstück oder in einem Stück Stoff, ohne dass davon auf beiden seiner Schultern etwas davon ist. Das heißt, dieser Wortlaut widerlegt diese Meinung, die besagt, dass nur eine Schulter bedeckt sein muss. Und deshalb sagt der Sheikh bin Uthaymin, وَالتَّفْرِيقُ بَيْنَ الْفَرْضِ وَالنَّفْلِ مُخَالِفٌ لِظَاهِرِ الْحَدِيثِ. Der Unterschied, dass man einen Unterschied macht zwischen dem Pflichtgebet und dem freiwilligen Gebet, ist im Widerspruch zum äußerst offensichtlichen des Hadiths. Warum hier es in diesem Wortlaut heißt, beide Schultern. Zitat Ende von Sheikh bin Uthaymin. Und die andere Meinung besagt, die von der Mehrheit der Gelehrten ist, dass es nicht Pflicht ist, die Schultern im Gebet zu bedecken. Denn was ist der Beweis von ihnen? Sie sagten, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte zu Jabir, In kana dayiqan fattazir bihi. Wir haben diesen Hadith am Anfang erwähnt, unter den Beweisen, dass es Pflicht ist, die Aura zu bedecken. Und zwar sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu Jabir ibn Abdullah, dass wenn das Kleidungsstück oder das Stück Stoff, mit dem man sich bedeckt, groß sein sollte, so soll er sich damit einhüllen. Yani er soll seinen Körper damit bedecken. Er sagte danach, dieses Stück Stoff oder dieses Kleidungsstück klein sein sollte oder eng sein sollte, dann soll er es als Izar benutzen. Und Izar ist etwas, womit man den Unterleib bedeckt. Da, wenn man den Unterleib bedeckt, weil das Kleidungsstück so klein ist, weil man nur den Unterleib bedecken kann, kann man dann seine Schulter bedecken? Nein. Somit sagten sie, معنى ذلك أن جابر سوف يصلي وعاتقاه مكشوفتان. Das bedeutet, Jabir wird in diesem Fall
beten, während seine beiden Schultern entblößt sind. Taib, wie antworteten sie dann auf den Hadith, in dem es heißt, keiner von euch soll beten, ohne dass er in einem Kleidungsstück beten oder in einem Stück Stoff beten, ohne dass davon etwas auf seinen Schultern ist? Sie sagten, hada mahmulun ala al-istihbab. Und dies ist was? Damit ist das Erwünschtsein gemeint. Warum? لِأَنَّهُ أَبْلَغُ فِي الزِّينَ. Weil dies näher am Schmuck ist. Weil Allah subhanahu wa ta'ala was gesagt hat? Dass man seinen Schmuck in jeder Moschee anlegen soll oder bei jedem Gebet anlegen soll. الشيخ بن عثيمين رحمه الله hat gesagt, والقول الثاني, und die zweite Meinung ist, أن ستر العاتقين سنة وليس بواجب. Die zweite Meinung bezüglich diesem Thema ist, dass das Bedecken der beiden Schultern Sunna ist und nicht Pflicht. Er sagte, لا فرق بين الفرض والنفل. Es gibt keinen Unterschied zwischen Pflichtgebet und Freiwilligengebet. Warum? Li hadith in kana dayiqan fattazil bihi. Er sagte, wegen dem Hadith, wenn es eng sein sollte oder klein sein sollte, dann benutze es als Izar. Yani die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam zu wem? Zu Jabir ibn Abdullah. So sagte der Sheikh danach, wa hadha al-qawlu huwa ar-rajih. Und diese Meinung ist die korrekte Meinung. وَهُوَ مَذْهَبُ الْجُمْهُورِ. Und das ist der Madhab der Mehrheit der Gelehrten. Er sagte, وَكَوْنُهُ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ عَلَى الْعَاتِقَيْنِ شَيْءٌ مِنَ الثَّوْبِ لَيْسَ مِنْ أَجْلِ أَنَّ الْعَاتِقَيْنِ عَوْرٌ. Er sagte, der Befehl und die Tatsache, dass auf den Schultern etwas sein soll von den Kleidern, dies ist nicht, weil die Schultern von der Aura sind. Er sagte, بَلْ مِنْ أَجْلِ تَمَامِ اللِّبَاسِ وَشَدِّ الْإِزَارِ. Yani, dies ist aufgrund der Vollkommenheit des Anziehens, nicht weil die Schultern von der Aura sind. Und deshalb sagte der Autor hier was? مِنَ السُّرَّ إِلَى الرُّكْبَ. Weil das die Aura ist. Die Schultern sind nicht von der Aura. Und dies ist, wie gesagt, die Meinung von Sheikh Sa'di ebenfalls. Sheikh Sa'di sagte, As-sahihu anna satra al-mankibayni aw ahadihima fi s-salati lil-rajuli min babi takmiliha wa tamamiha. Sheikh Sa'di rahimullah sagte, die korrekte Meinung ist, dass das Bedecken der beiden Schultern oder eine davon für den Mann im Gebet zur Vollständigkeit des Gebets gehört. وَأَنَّهُ لَيْسَ بِشَرْطٍ. Und dass es nicht eine Bedingung ist. Dann erwähnte er ebenfalls den Hadith von Jabir radiallahu anhu als Beweis und erwähnte, dass dies die Meinung der Mehrheit der Gelehrten ist. Die Gelehrten haben keine Meinungsverschiedenheit, dass es erlaubt ist, dass der Mann außerhalb vom Gebet beide Schultern entblößt. Der Khilaf ist nur im Gebet. Ob es Pflicht ist oder ob es erwünscht ist. Und wir haben verdeutlicht, dass das Bedecken der Schultern im Gebet erwünscht ist und keine Pflicht. Und Allah subhanahu wa ta'ala weiß es am besten. Danach erwähnte der Autor als Beweis für das Bedecken der Aura die Aussage Allahs, Ya Bani Adam, khudu zinatakum inda kulli masjid. O Kinder von Adam, legt euren Schmuck bei jeder Moschee an oder bei jedem Gebet an. Und diesen Beweis haben wir erwähnt am Anfang der Erklärung von dieser Bedingung des Gebets. Danach kommen wir zur nächsten Bedingung des Gebets, und zwar Istiqbal al-Qibla. Der Autor, rahimahullah, sagte, وَمِنْهَا Istiqbal al-Qibla. Und von diesen, yani von den Bedingungen des Gebets ist, dass man sich zur Qibla wendet.
Das heißt, von den Bedingungen des Gebets ist, dass der Betende in Richtung der Qibla betet. Wenn er nicht in die Richtung der Qibla betet, so ist sein Gebet ungültig. Und mit der Qibla ist die Kaaba gemeint. Die Kaaba in Mekka. Allah subhanahu wa ta'ala schrieb sich die Kaaba selbst zu, als er sagte: وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. Allah subhanahu wa ta'ala sagte sinngemäß: Und reinige mein Haus für die, die den Tawaf verrichten, und für die Stehenden, und für die sich Verbeugenden, und für die sich Niederwerfenden. Was ist mit meinem Haus hier gemeint? Die Kaaba. Und dieser Befehl war für Ibrahim a.s. Und reinige mein Haus. Und diese Zuschreibung, die Allah subhanahu wa ta'ala in diesem Vers machte, ist als Hinweis für die ehrenwerte Stellung der Kaaba. Die Gelehrten nennen das Idafat al-Tashrif. Denn Allah subhanahu wa ta'ala schreibt einerseits seine Eigenschaften sich selbst zu, wie zum Beispiel seine beiden Hände und so weiter. Und andererseits schreibt Allah subhanahu wa ta'ala einige seiner Geschöpfe sich selbst zu. Wie zum Beispiel hier, Beiti, mein Haus. Und andere Geschöpfe. Die Gelehrten sagten, diese Zuschreibung geschieht nicht, weil diese Sache eine Eigenschaft von Allah ist. So wie bei der ersten Kategorie. Als Allah seine Eigenschaften sich selbst zuschrieb. Bei dieser Kategorie ist gemeint, dass Allah damit die gewaltige Stellung dieser Geschöpfe verdeutlichen möchte. Die Kaaba wurde Qibla genannt, weil die Leute sich zu diesem Haus hinwenden und dieses Haus beabsichtigen, wenn sie das Gebet verrichten wollen. Dann was ist der Beweis dafür, dass diese Bedingung eine Bedingung ist, yani dass man sich im Gebet zur Kaaba wendet? Der Beweis ist die Aussage Allah subhanahu wa ta'ala: وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطَرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا. Allah subhanahu wa ta'ala sagte sinngemäß: Und von wo immer du heraustrittst, so wende dein Gesicht in Richtung der geschützten Gebetsstätte. Und wo immer ihr seid, so wendet eure Gesichter in ihre Richtung. Und ebenfalls sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu einem der Sahaba: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. Dieser Sahabi radiallahu anhu, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam sah, wie er einige Fehler im Gebet beging, lehrte er ihn und machte ihn auf diese Fehler aufmerksam und erklärte ihm, wie er zu beten hat. So sagte er ihm, sallallahu alaihi wasallam: Wenn du zum Gebet stehst, dann verrichte den Wudu gründlich. Yani, wenn er beten möchte, soll er gründlich, korrekt den Wudu verrichten. Thumma, danach wende dich in Richtung der Qibla, yani der Kaaba. Und dann spreche den Takbir aus. Ja, den Takbir und al-Ihram. Ebenfalls sind die Muslime sich einig, dass dies eine Bedingung des Gebets ist. Ja, dass der Betende in Richtung der Kaaba beten muss. Und dass dies eine Bedingung des Gebets ist. Die Muslime sind sich darüber einig.
Ibn Abd al-Barr und al-Qurtubi und andere haben diesen Konsens der Gelehrten erwähnt. Die Gelehrten haben gesagt, dass derjenige, der die Kaaba sieht, yani bei der Kaaba ist, dass es für ihn Pflicht ist, das Gebäude der Kaaba mit seinem Gesicht anzuschauen, während dem Gebet. Wenn er aber außerhalb der Moschee sein sollte oder weit weg von Mekka sein sollte, so sagten sie, dass die Pflicht ist, die Richtung der Kaaba, in Richtung der Kaaba zu schauen. Das heißt, wenn die Kaaba im Westen ist, dann ist die Qibla im Westen. Und wenn die Kaaba im Süden ist, dann ist die Qibla Richtung Süden. Und deshalb sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, ma bayna al-mashriqi wal-maghribi qibla. Das, was zwischen Osten und Westen ist, ist Qibla. Warum sagte er das? Weil die Qibla von Medina aus im Süden ist. Was zwischen Westen und Osten ist, ist Qibla. Wo, in welcher Richtung ist hier die Qibla? In unseren Breitengraden? Nordosten? Ha? Südosten. Das heißt, die Qibla, das Gebet, wird in Richtung Südosten verrichtet. Deshalb sagte der Sheikh ibn Uthaymeen, فَإِذَا كُنْتَ عَنِ الْكَعْبَةِ غَرْبًا فَالْقِبْلَةُ شَرْقًا. Wenn du im Osten der Kaaba bist, dann ist die Qibla, Entschuldigung, wenn du im Westen der Kaaba bist, dann ist die Qibla im Osten. وَإِذَا كُنْتَ عَنِ الْكَعْبَةِ شَرْقًا فَالْقِبْلَةُ غَرْبًا. Und wenn du im Osten der Kaaba bist, dann ist die Qibla westlich. وَإِذَا كُنْتَ عَنِ الْكَعْبَةِ شَمَالًا فَالْقِبْلَةُ جَنُوبًا. Und wenn du nördlich der Kaaba bist, so ist die Qibla Richtung Süden. وَإِذَا كُنْتَ عَنِ الْكَعْبَةِ جَنُوبًا فَالْقِبْلَةُ شَمَالًا. Und wenn du südlich der Kaaba bist, dann ist die Qibla was? Richtung Norden. So wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam dies gesagt hat. Und zwar deutet hier Sheikh ibn Uthaymeen auf den Hadith hin, ma bayna al-mashriqi wal-maghribi qibla. Das, was zwischen Osten und Westen ist, ist Qibla. Wa dhalika li ahli al-Madinati wa man dahahum. Und dies ist für wen? Für die Leute von Medina und die, die gleich sind wie sie. Die sich nördlich der Kaaba befinden. Zitat Ende von Sheikh ibn Uthaymeen. Frage: Was ist das Urteil, dass man sich von der Qibla im Gebet abwendet? Yani, wenn man abseits zur Qibla das Gebet verrichtet. Was macht ihr, wenn jemand zu euch kommt und sagt, du hast die Qibla verfehlt? Was macht man? Nach dem Gebet, du hast schon gebetet. Qibla ist hier, du hast so gebetet. Ist eine wichtige Frage, oder? Passiert oder nicht? Passiert. Wir haben gesagt, dass man sich zur Kaaba wendet, ist eine Bedingung des Gebets. Was ist, wenn man eine Bedingung nicht erfüllt? Das Gebet ist ungültig. Wie verhält es sich, wenn man nicht in Richtung der Kaaba betet? Gibt es einen Unterschied zwischen einem kleinen Winkel und einem großen Winkel? Kaaba ist hier und du betest hier. Kaaba ist hier, du betest nach hinten. Oder sie ist hier und du hast nur sie um ein bisschen verfehlt. Die Ulama, sie haben gesagt, wenn die Kaaba weit weg ist, beziehungsweise wenn du dich weit weg von der Kaaba befindest und diese Abweichung klein ist,
so dass du immer noch in Richtung der Kaaba betest, dass das Gebet korrekt ist. Wir haben was gesagt, wenn die Kaaba nah ist und man sie sieht, muss man sie anschauen, das Gebäude selbst. Und wenn man außerhalb der Moschee ist oder weit weg ist, muss man wohin beten? In Richtung der Kaaba. Und im Hadith heißt es, was zwischen Osten und Westen ist, ist Qibla. Das heißt, das ist alles die Richtung der Kaaba. Das heißt, solange diese Abweichung, dieser Winkel klein ist und man immer noch in Richtung der Kaaba betet, so ist das Gebet korrekt. Deshalb sagt der Imam Ahmed, ma bayna al-mashriq wal-maghrib qiblatun li ahli al-mashriq. Das, was zwischen Osten und Westen ist, ist Qibla für die Leute des Ostens. Wa in harafa yumnatan aw yasratan in kana bayna al-mashriq wal-maghrib fa salatuhu ja'izah. Er sagte, wenn er ein bisschen nach rechts sich wegneigt oder ein bisschen nach links sich wegneigt, solange die Richtung zwischen Osten und Westen ist, ist das Gebet korrekt. Deshalb sagte Sheikh bin Uthaymin, وَبِهَذَا نَعْرِفُ أَنَّ الْأَمْرَ وَاسِعٌ. Und somit wissen wir, dass die Angelegenheit breit ist, yani nicht so eng. فَلَوْ رَأَيْنَ شَخْصًا يُصَلِّ مُنْحَرِفًا يَسِيرًا أَنْ مُسَامَتِ الْقِبْلَةِ فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَضُرُّ لِأَنَّهُ مُتَّجِهٌ إِلَى الْجِهَةِ وَهَذَا فَرْضُهُ. Wenn wir eine Person sehen, die ein bisschen von der Qibla wegbetet, yani der Winkel neigt sich weg von der Qibla, aber ein wenig von der Qibla, dann schadet dies nicht. Warum? Weil er immer noch in die Richtung betet. Und dies ist seine Pflicht. Und eben, Zitat Ende von Sheikh bin Uthaymin. Und Ibn Rajab sagte, وَكَذَلِكَ الْقِبْلَ لَا تَحْتَاجُ إِلَى حِسَابٍ وَلَا كِتَابٍ. Und genauso die Qibla. Es braucht weder Berechnung, noch dass man das schreibt, aufschreibt. وَإِنَّمَا تَعْرِفُ فِي الْمَدِينَةِ وَمَا سَامَتُهَا مِنَ الشَّامِ وَالْعِرَاقِ وَخُرَسَانِ بِمَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ. Yani du weißt, in Medina oder in Scham, yani Jordanien, Palästina, Syrien, diese Gegend, oder Irak, oder Khorasan, dass die Qibla zwischen Osten und Westen ist. وَلِهَذَا رُوِيَ عَنْ عُثْمَانِ بْنِ عَفَانِ. Und deshalb wurde von Uthman ibn Affan überliefert, أَنَّهُ قَالْ كَيْفَ يُخْتِئُ الرَّجُلُ الصَّلَاةِ. Wie kann ein Mann oder eine Person das Gebet verfehlen? وَمَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةُ. Obwohl doch zwischen Osten und Westen Qibla ist. مَا لَمْ يَتَحَيَّزَ الْمَشْرِقَ عَمْدًا. Solange er nicht den Osten absichtlich beabsichtigt. Yani zwischen Osten und Westen ist Qibla und er betet absichtlich so. Aber hier ist die Qibla. Das heißt, zwischen Osten und Westen ist alles Qibla. Er sagte, وقد اجتمعت الأمة على صحة الصف المستطيل مع البعد عن الكعبة. Die Umma ist sich einig, dass die lange Reihe, die lange Gebetsreihe, dass sie korrekt ist, wenn, auch wenn man sich weit weg von der Kaaba entfernt aufhält. Er sagte, مع العلم بأنه لا يمكن أن يكون كل واحد منهم مستقبلا لعينها. Wenn es eine lange Gebetsreihe gibt, ist es nicht möglich für jeden Einzelnen, dass er das Gebäude der Kaaba direkt vor seinen Augen hat. Doch die Umma ist sich einig, dass die lange Gebetsreihe gültig ist. Er sagte als Verdeutlichung,
بحيث أنه لو خرج من وسط وجهه خط مستقيما لوصل إلى الكعبة كعبة على الاستقامة. Er sagt, es ist nicht möglich, dass jeder Einzelne in dieser langen Gebetsreihe das Gebäude der Kaaba direkt vor seinen Augen hat. Yani, wenn man zum Beispiel eine Linie zeichnen würde, von der Mitte seines Gesichtes gerade zur Kaaba, würde er nicht direkt zur Kaaba. Diese Linie würde nicht direkt zur Kaaba gelangen. So sagte er, فَهِنَّ هَذَا لَا يُمْكِنْ إِلَّا مَعَ التَّقَوُّسْ وَلَوْ شَيْئًا يَسِيرًا. Dies ist nicht möglich, außer mit einer Krümmung, auch wenn sie nur ganz leicht ist. Warum? Weil wir alle rundherum stehen um die Kaaba. Das heißt, auch wenn die Reihe weit weg ist und die Gebetsreihe lang ist, ist in Wirklichkeit eine leichte Krümmung. Müsste eine Krümmung da sein, wenn jeder Einzelne mit seinem Gesicht die Kaaba anschauen sollte. Er sagte, وَكُلَّمَا كَثُرَ الْبُعْدُ قَلَّ هَذَا التَّقَوُّسْ لَكِنْ لَبُدَّ مِنْهُ. Doch jedes Mal, wenn man weiter entfernt ist, verringert sich diese Krümmung. Doch sie muss da sein. Habt ihr gesehen, wie die Leute in Mekka beten? Ein Kreis um die Kaaba. Diese Krümmung ist vorhanden, auch wenn man weiter weg betet. Wenn die Gebetsreihe lange sein sollte. Das heißt, dass man in die Richtung der Kaaba beten muss, wenn man sie nicht vor Augen hat. Deshalb sagte der Sheikh bin Uthamin, إذا كان الانحراف كثيرا بحيث إذا كانت القبلة عن يمينه أو عن يساره فعليه أن يعيد الصلاة. Er sagte, wenn diese Abweichung groß sein sollte, insofern dass die Qibla rechts von ihm ist oder links von ihm ist, dann muss er das Gebet wiederholen. وَأَمَّا إِذَا كَانَ الْإِنْحِرَافُ يَسِيرًا فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّ. Wenn aber diese Abweichung klein sein sollte, dann schadet sie nicht. Zitat Ende von Sheikh bin Uthaymin. Klar? Verständlich? Nein? Das ist für die sehen, oder? Was? Wenn hier die Qibla ist, und du so betest, wiederholst du dein Gebet. Wenn hier die Qibla ist, und du so betest, wiederholst du dann dein Gebet? Nein, weil es immer noch in Richtung der Qibla ist. Ja, weil das eine leichte Abweichung ist. Wenn du aber vor der Kaaba bist, und die Kaaba vor dir ist, und du so betest, dann musst du dein Gebet wiederholen, weil du direkt die Kaaba anschauen musst. طيب. Gibt es Situationen, in denen es nicht Pflicht ist, die Kaaba vor sich zu haben im Gebet, yani in Richtung der Kaaba zu beten? Ja? Man? Wenn man nicht weiß, was ist. Oder? Angst. Beispiel auch. Oder krank. Deshalb sagte der Sheikh, فَإِنْ عَجَزَ عَنِ اسْتِقْبَالِهَا لِمَرَضٍ أَوْ غَيْرِهِ سَقَطَ. Der Sheikh sagte, wenn man nicht in der Lage ist, sich zu Kaaba zu wenden, aufgrund von Krankheit oder anderen, fällt sie weg, yani diese Pflicht fällt weg. Er sagte, كَمَا تَسْقُطُ جَمِيعُ الْوَاجِبَاتِ بِالْعَجْزِ عَنْهَا. So wie alle Pflichten wegfallen, wenn man nicht dazu in der Lage ist, diese Pflichten was zu verrichten.
Danach sagte er, قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, fürchtet Allah so gut ihr könnt, so wie ihr in der Lage seid. Das heißt, der Scheich verdeutlichte hier, dass von den Situationen, in denen diese Pflicht wegfällt, dass es dann ist, wenn man nicht dazu in der Lage ist. Wenn man nicht in der Lage ist, sich in Richtung der Kaaba zu wenden und so zu beten, fällt diese Pflicht weg. Also, wie zum Beispiel was, wenn man krank ist und sich nicht bewegen kann. Und du niemanden hast, der dich in Richtung Kaaba wendet. Wie betest du dann? Du betest so, wie du bist. Oder zum Beispiel, wenn jemand gefangen ist, angekettet ist, dann betet er so, wie er sich befindet. Und der Beweis hierfür ist die Ayah, die Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt hat. فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ. Fürchtet Allah so, wie ihr in der Lage seid. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagte ebenfalls, لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا. Allah legt keine Seele mehr auf, als sie zu leisten vermag. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُ مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ. Wenn ich euch etwas befehle, einen Befehl erteile, dann führt ihn aus, so wie ihr in der Lage dazu seid. Und dies ist eine allgemeine Regel. Und zwar, diese Regel besagt, dass der Gehorsam gemäß der Möglichkeit ist. Das bedeutet, dass der Gehorsam gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala in allem, was Allah uns befohlen hat, dass man dies so verrichten muss, wie man dazu in der Lage ist. Wenn man unfähig sein sollte, die Pflicht zu erfüllen, fällt sie weg. Und deshalb sagten die Gelehrten, La wajiba ma'ajzin. Eine allgemeine Regel. Es gibt keine Pflicht, wenn man unfähig ist. Es gibt keine Pflicht, wenn man unfähig ist. Wer nennt mir noch andere Beispiele zu dieser Regel? Tayammum, richtig. Was ist die Pflicht eigentlich? Mit Wasser Wudu zu verrichten. Wenn man nicht kann, macht man den Tayammum. Warum? Aufgrund dieser Regel. Eine allgemeine Regel im Islam. Anderes Beispiel? Richtig. Wenn man nicht im Gebet stehen kann, betet man wie? Und wenn man nicht sitzen kann? Im Liegen. Warum? Wegen dieser Regel. Obwohl das Stehen im Gebet eine Säule des Gebets ist. Wer nicht im Stehen betet, obwohl er dazu in der Lage ist, dessen Gebet ist ungültig. Wenn du aber nicht kannst, fällt die Pflicht weg. Da was noch? Setrul Aura. Wenn du nicht Richtung, wenn die Zeit bald verstreicht, betest du, wie du bist. Auch wenn du nackt bist. Wenn du keine Kleider hast. Da. Richtig. Fasten. Man muss nicht fasten, wenn man krank ist. Und so weiter. Oder wenn man alt ist. Und dies sind alles Beispiele für diese allgemeine Regel im Islam. La wajiba ma'a ajzin. Es gibt keine Pflicht mit der Unfähigkeit. Es gibt keine Verpflichtung im Islam, wenn man nicht dazu in der Lage ist. Und deshalb sagte der Scheich dies als allgemeine Regel. Er sagte, كَمَا تَسْقُطُ جَمِيعُ الْوَاجِبَاتِ بِالْعَجْزِ عَنْهَا. So, wie jede Pflicht wegfällt, wenn man nicht dazu in der Lage ist. Da beispielsweise, dass wir mit Abstand beten.
Die Ulema haben genau die gleiche Regel erwähnt. Dass wir nicht dazu in der Lage sind aufgrund der Krankheit. Und deshalb beten wir mit Abstand und somit fällt diese Pflicht weg. Inshallah machen wir nächstes Mal weiter. Es gibt noch ein Thema bezüglich der Qibla. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad.